Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder einen Putzvlog. Ich bin heute so motiviert und habe richtig Bock zu putzen. Ich starte in der Küche, da muss ich auf jeden Fall nochmal alle Oberflächen zum Strahlen bringen. Die Spülmaschine muss auch nochmal dringend von innen gereinigt werden. Und damit mir beim Putzen auch ja nicht langweilig wird, höre ich ein bisschen Musik. Manchmal höre ich auch Podcasts oder True Crimes. Und ja, let's go! Ich bin so froh, eine Spülmaschine zu haben. In unserer ersten Wohnung hatten wir nämlich keine Spülmaschine und ich hatte jeden Abend einen Berg voll mit Geschirr. Meistens war ich dann zu müde und habe es auf den nächsten Tag verschoben und das war wirklich ein Teufelskreis. Habt ihr eine Spülmaschine oder wascht ihr noch von Hand? Und ein kleiner Tipp von mir, achtet schon vor dem Waschgang darauf, dass alles gut eingeräumt ist. Das spart nachher echt Zeit, denn man kann alles schnell und mühelos rausholen. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal die Spülmaschine so gründlich von innen geputzt habe. Es ist auf jeden Fall schon lange her und ich benutze einfach einen Allzweckreiniger und gehe dann mit einem feuchten Tuch drüber. Filterreinigen ist auch ganz wichtig. Wenn das Ding dreckig ist, sind die Gläser auch dreckig. Also immer schön sauber machen. Spülmaschinensalz sollte man auch regelmäßig nachfüllen. Das sorgt für eine längere Lebensdauer der Spülmaschine und vermeidet Kalkablagerungen auf dem Geschirr. Jetzt wird's pink. Ich habe sogar meine Handschuhe extra in pink gekauft und ich habe den Scrub-Mami-Schwamm jetzt für mich entdeckt und in Kombination mit der Pink-Paste kriegt man alles noch 1000-mal besser sauber. Die Paste verwende ich für fast alles, was wieder strahlen und glänzen muss. Am liebsten verwende ich die aber fürs Waschbecken und für die Armaturen. Die gibt's bei Teddy und Action zu kaufen. Woanders habe ich die jetzt noch nicht gesehen. Vielleicht weiß es jemand von euch. Schreibt es mal gerne unten in die Kommentare. Ich gehe einfach mit einem feuchten Tuch einmal über alle Oberflächen und Geräte. Bei schwarzen Küchengeräten sieht man wirklich jeden Fleck oder Fingerabdrücke. Dann benutze ich immer direkt ein Trockentuch, damit keine Streifen entstehen. Die Küchenfronten habe ich jetzt auch schon seit ein paar Wochen nicht mehr geputzt, aber weil die auch jetzt mittlerweile länger sauber bleiben. Die Kids sind jetzt ein bisschen größer und touchen nicht mehr alles mit ihren Händen an. Und mich würde jetzt interessieren, habt ihr eigentlich eine helle oder dunkle Küche und wie oft müsst ihr eure Küchenfronten putzen? Also Bodenwischen mache ich, glaube ich, am liebsten, weil mich das irgendwie beruhigt und ich finde, man sieht hier immer deutlich einen Vorher-Nachher-Effekt und man kann das auch spüren, denn das Gefühl, auf sauberem Boden zu gehen, ohne dass die Socken kleben bleiben, das Gefühl kennt ihr bestimmt, oder? Ich benutze übrigens hier einen Waschsauger. Das spart nicht nur Arbeit, sondern auch Zeit. Jetzt ist das Wohnzimmer dran. Da habe ich auch erstmal die Tische sauber gemacht und den schwarzen Tisch habe ich dann auch von den ganzen Fingerabdrücken befreit. Ich finde, der ist eigentlich total überflüssig. Ich sollte den mal woanders hinstellen, aber ich wusste die ganze Zeit nicht, wohin damit. Und ja, dann habe ich noch ein bisschen gestaubsaugt. Ich bekomme immer Fragen zu dem Teppich. Den habe ich mal bei Otto gekauft. Ich versuche ihn euch mal unten zu verlinken, aber der war die ganze Zeit ausverkauft. Dann habe ich mir noch die Milbenbürste zur Hand genommen und die komplette Couch damit durchgesaugt. Thank you.
unsere Spiegel verwende ich zurzeit den Glasreiniger. Ist auch von Pink Stuff und ich finde ihn auch richtig gut. Und dabei benutze ich ein trockenes Poliertuch. Ich bin beim Fernseher dann auch nochmal mit dem Staubwedel überall drüber, habe das Regal abgestaubt und die ganze Deko, die oben drauf steht. Und ja, im Anschluss habe ich dann auch nochmal den Fernseher abgestaubt und das Sideboard. Für den Fernseher verwende ich einfach ein feuchtes Poliertuch ohne Reinigungsmittel. Da muss man nachher auch nicht mehr nachwischen. Jetzt ist der Zwischenflur dran. Dort habe ich die Kommode und die Deko abgestaubt und dann auch nochmal den Spiegel geputzt. Den Teppich habe ich dann auch nochmal schnell gesaugt und alle Ecken mit einem anderen Aufsatz, damit ich da leichter dran komme. Ich finde das auch praktisch mit dem Licht, dann sieht man auch den ganzen Staub. Und dann habe ich auch gesehen, dass auf den Fugen ganz viel Staub lag, deswegen bin ich da auch nochmal mit einem feuchten Tuch drüber gegangen. Im Kinderzimmer habe ich dann auch nochmal die Schränke abgestaubt und ich bekomme so oft die Frage, woher wir unsere Möbel im Kinderzimmer haben. Das meiste ist von IKEA und der Kinderkleiderschrank ist auch von IKEA, der ist wirklich toll. Ich finde die Größe total praktisch, denn meine Kinder kommen an alles dran und lieben es auch, sich ihre Sachen selbst auszusuchen. Also die lernen es richtig, selbstständig zu werden und ja, da sind jetzt die Sachen von meiner Großen drin und in der Kommode sind die Sachen von meiner Kleinen drin. Da ist es schon ein bisschen eng, aber es passt alles Nötige rein und ja, das ist halt nicht mehr mit Babysachen zu vergleichen. Es war ja mal eine Wickelkommode. Unterm Bett musste ich auch mal wieder dringend staubsaugen. Da befinden sich nämlich alle Kisten und Spielsachen und ich war einfach in den letzten Wochen zu faul, da immer alles rauszuholen. Und ja, ich finde den Stauraum wirklich sehr praktisch und ich würde mich bei so einem kleinen Zimmer immer wieder für ein Halbhochbett entscheiden. Ich habe dann auch nochmal den Teppich gesaugt und dann ging es auch schon rüber ins Badezimmer. Ich glaube, das Badezimmer ist so mein Lieblingsort zum Putzen. Ich weiß nicht wieso, aber es macht mir einfach am meisten Spaß, hier zu putzen. Und diese Badewanne war wirklich der beste Kauf seit langem. Ich weiß gar nicht, warum ich nicht schon früher auf die Idee gekommen bin, eine faltbare Badewanne für Erwachsene zu kaufen. So lange habe ich darauf verzichtet und ich bin einfach so froh, die zu haben. Seid ihr Team Baden oder eher Team Duschen? Und hier haben wir den besten Vergleich, dass Männer nur ein Duschgel brauchen und Frauen gleich 10 Produkte. Ich brauche aber auch immer ein bisschen Abwechslung.
Das kommt jetzt total random, aber wir haben einfach einen neuen Toilettensitz mit integrierter Kindersitzeinlage. Das ist so praktisch und die Kids können jetzt ganz ohne Mühe ihren Sitz runterklappen und benutzen. Für den Fliesenboden benutze ich diesmal einfach einen Wischmopp. Unserer ist ein bisschen special, der hat nämlich eine Sprühfunktion und das ist ein richtiger Gamechanger. Im Obergeschoss musste ich zum Glück nicht mehr so viel putzen, da ich das vorher schon die Tage erledigt hatte. Und hier bin ich auch einmal mit dem Swiffer über alle Oberflächen drüber. Und ja, dann habe ich auch nochmal die Spiegel zum Glänzen gebracht. Und im Anschluss habe ich auch noch ein bisschen gestaubsaugt. Und ja, das war mein Putzvlog. Lasst mir gerne ein Like und auch ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!